I will lustig chargen durch die Gegend. Eigentlich, dafür, dass ich es nicht mehr kenne, ich habe keinen Plan mehr eigentlich, wie es wirklich ausgeht. An dieser Stelle kann ich mich zum Beispiel gar nicht mehr erinnern. Und trotzdem, ich finde, Teil 2 ist im Gegensatz zu Teil 1 oder so, nach einer Zeit lang, ja, okay, also bei, auf alle Fälle bei, auf alle Fälle bei Teil 1, okay, wir sagen absolut nichts gegen die Bibliothek, denn die Bibliothek ist ein scheiß Level, aber es hat immer Spaß gemacht. Also, ich habe mich auch aufs letzte Level gefreut und so. Und das kann man von diesem Teil des Spiels nicht behaupten. Beziehungsweise von diesem Teil der Serie. Das ist so dieser chronische, ich habe ein gutes Spiel gemacht. Setzen wir gleich einen Nachfolger hin. Ich denke da zum Beispiel auch mal an... Ich dachte gerade, ich fliege gerade raus, weil dann hätte ich geschrien. Und mein Nachbar wäre mir gerade voll egal gewesen um diese Uhrzeit. Ich denke da nur mal so an wunderbare Filme wie Matrix. Matrix 1 war gut. Überdurchschnittlich sehr, sehr gut eigentlich. Um das mal genau zu sagen. So. Und scheiße. Die haben da gerade einen Dings getötet. Die haben den einfach gerade umgebracht. Ihr Schweine! Ihr nehmt noch einer. Davon. Ich hab gesagt davon. So, und sind die irgendwie gerade fehlgescriptet oder so? Oder warum stehen die da einfach nur dumm da? Lass nicht abschlachten. Und der ist auf alle Fälle fehlgescriptet. Jo. Irgendwo war ich gerade gedanklich. Es sind einfach zu viele im Endeffekt. Es sind zu viele. Also lassen wir das alles auf uns zukommen, so. Indem ich die mit Granaten bombardiere. Ja, richtig. Matrix 1, genialer Film. Matrix 2. Noch im Parameter gut, aber weniger, also denen Erwartungen entsprechend nicht so toll. Also wenn man zum Beispiel denkt so, hey yo, Matrix, richtig geil, wenn man die Fortsetzungen sieht, baut allmählich ab. Der zweite ist jetzt nicht so persönlich mein Liebling, Teil 3 ist nochmal wiederum richtig geil. Wenn ich da so an die APUs denke oder so ein Scheiß, dann denke ich mir so, Halleluja, die schlechte Arbeit. Klare Aussage, finde ich auch. Die sind schon seltsam hier irgendwie, die Viecher. Ich finde das ja gerade seltsam. Macht mir aber Spaß, weil die Dings so komisch fliegen. Ich habe keine Granaten mehr. Wir sind relativ am Arsch. Noch ich und die beiden. Uah! Und krieg voll eine Faust ins Gesicht. Von zwei Typen mit Dings. Okay, okay. Da hätte ich wechseln sollen. Da hätte ich echt wechseln sollen. Ist okay. Da habe ich den Fehler gesehen. Da hätte ich eiskalt die ganze Zeit mit der Schrotflinte einfach reinhalten sollen und Gehirngesplatter machen sollen. Und ich habe es nicht getan. Was eine schwerliche Verfehlung meinerseits ist und... Reinigende Flamme. What the fuck? Also ich bin eiskalt mal durchgegangen da. Ja, ich nehme jetzt auch direkt von Anfang an mal die Schrotklinge, Schrotklinge. Mhm. Ihr merkt es, es ist spät, ich bin müde. Ich will dieses Level durchhämmern. Ich sehe von der Umgebung gar nichts.
genauso wenig wie ihr darum. Es geht meilenweise nach oben und ich denke mir gerade WTF. Jojo, ich weiß, darum mache ich das ja auch. Alter. Danke. Wow, Alter. Wow, einfach nur wow. Shit, ich glaube, den habe ich sogar auf dem Gewissen. Aber ist mir relativ flatter. Wieso hat die Flat eigentlich Shit-Generatoren? Ja! Nicht euer Ernst. Ey, diese Stelle ist doch so ekelhaft, ekelhaft. Das ist eine Aussage, oder? So ekelhaft, ekelhaft. Wie soll man das denn hier verteidigen? So, komm her, du scheiß Bastardvieh. Klack. So. Du bist schon mal Geschichte für mich. Handy meldet sich wieder. Jetzt. Doch eine Sekunde zu spät. Auch von allen Seiten. Allen Seiten. Klatsch. Das gibt üble Schäden. Nein. Oh Gott, die werden da oben aber ganz schön bedrängt, glaube ich. Oh, die haben hier aber alles. Wie, jetzt wollt ihr mir erklären, jetzt klappt's oder was? Das hat Appetit gemacht. Jetzt sind einfach alle drauf gegangen oder was? Ich pack's ja nicht. Ja, jetzt kommt das hier richtige Welle. Man sollte auch nicht zu sehr den Helden spielen. Von wo? Deswegen schon mal anfangen, dass wir jetzt hier speichern. Aber von wo? Das ist the mysterious death of Neox. So oder so ähnlich sollte das heißen. Klatsch. Da drinnen gibt's gleich Hackfleisch. Ja, das war auf alle Fälle ein Unfall, wie man sieht. Denn ich bin eiskalt gestorben. Das sollte vielleicht nicht so sein. Worauf ich hier stehe, weiß ich auch gerade nicht. Klatsch. Klatsch. Ich dachte gerade schon. Alter, meine Kameraden haben es auch drauf. Kleben wir so eine Granate vor die Fresse. Jetzt funktioniert's. Platt am Fließband töten. Mein absolutes Lieblingshobby, glaube ich. Neben Platt Traumtanzen. Platt Fließbandtötung.
Das ist das Flugzeug der oder Raumdings da von der Menschen und hier sind wir.